Monster greift an. Das klingt überhaupt nicht gut, ne? Meine ich auch. Ich würde mal ganz kurz wohin müssen und mir nochmal irgendwie was Süßes oder so holen. Macht ihr das doch am besten auch. Dann sehen wir uns nämlich gleich wieder. Ich war mal so frei und habe mir die Haare noch zu Ende geföhnt. Moment, Ton ist mal kurz weg. So. Bei mir hat sich nämlich der Chat ein bisschen verschoben. So, ach, guck mal. Weil das Spiel jetzt aus ist, war ich gar nicht mehr richtig zu sehen. Meine Haare sind nämlich eigentlich, die sind auch immer noch nass, aber sie sind jetzt etwas trockener als vorher. Ich habe mir Lebkuchen geholt. Vollmilch-Lebkuchen. Yum, yum. Puh, gut, dass ich den Rest zu Fuß gegangen bin. Mein Rad hätte das letzte Stück schlapp gemacht. Hill Street 98. Hier also wohnt Professor Clark. Am besten ich läute einfach mal. Kein so richtig schöner Bungalow, ne? Also das hätte ich jetzt irgendwie in Kalifornien ein bisschen schöner erwartet. Oha. Entweder ist niemand zu Hause oder... eine Einladung zum Strandfest, die halb Rocky Beach erhalten hat. Aber diese ist mit einem persönlichen Kommentar versehen. Mhm. Ich melde mich in Kürze wegen eines lukrativen Angebots. Expeditionen in die Tiefsee sind nicht billig. Da käme Professor Clark eine Finanzspritze recht. Das stimmt. Immer schön gerade halten. Komisch, dass Professor Clark den Merkspruch hier angebracht hat. Ach so. Professor Clark steht da ja auch ganz merkwürdig. Das Wort Professor ist falsch geschrieben. Ja, manche Buchstaben stehen nicht gerade. Und es sind zu viele groß geschrieben. Sind die Fehler nun ein Versehen oder Absicht? Lebkuchen im September, da bin ich hin und her gerissen. Professor Clark? Ich bin es, Justus Jonas. Nicht zu hören. Ich habe in unserem Haushalt offiziell in dieser Woche den Herbst ausgerufen. Erstens habe ich mir am Dienstag, glaube ich, wieder mein Daunenfederbett rausgeholt. Und gestern Abend habe ich zum ersten Mal wegen kalter Füße eine Wärmeflasche mit ins Bett genommen und eine heiße Milch mit Honig zum Abendessen getrunken. Vor dem Schlafengehen direkt. Insofern, Herbst. Confirmed. Das Fenster ist geschlossen. Im Haus scheint alles ruhig. Wo könnte sich der Professor aufhalten? Im Raum weiter hinten scheint es heller zu sein. Bloß sehe ich nicht so weit. Im Raum weiter hinten scheint es heller zu sein. So ein Schäfchen versteht mich. Genau. Garage? Vielleicht gelangt man auch anderweitig ins Haus. Was ist das denn hier? Ein handliches Fernrohr, das nicht aus einer Massenproduktion zu stammen scheint. Wurde Professor Clark ausspioniert? Vielleicht sehe ich in puncto Fernrohr bald klar. Aber mit einem Fernrohr ausspionieren, das macht man doch mit Kameras. Scherben sichern schön und gut, aber wie kann ich sie mit mir herumtragen, ohne mich zu verletzen? Hat jemand auch diese schönen Kakteen kaputt gemacht? An den Kakteen kommt nur vorbei, wer schmerzfrei und schmächtig ist. lauter Kürzel und Zahlen. Die Darstellung kenne ich aus dem Chemieunterricht. Das Periodensystem. Die Buchstaben der Kürzel bezeichnen ein Element. Das steht hier bestimmt nicht nur zum Spaß. Und hier konnte man nichts gucken, auf der Seite. Lauter Kürzel und Zahlen. Die Darstellung kenne ich aus dem Chemieunterricht. Das Periodensystem. Okay. Die... wir gucken einfach mal.
Professor Clark. Okay. Ich weiß nicht, wie alle Elemente heißen. Sauerstoff. Ist das F und das E? Und das S auch? Das ist sicherlich kein Eisen. Ist das S auch gekippt? P-R-O, F-S, S-O-R-H, Chlor, was soll das sein? Argon wahrscheinlich, Argentum wäre AG, glaube ich, und Kalium. Das Wort Professor Radon ist falsch geschrieben. Schwefel. Manche Buchstaben stehen nicht gerade. Das Wort Professor ist falsch geschrieben. Wofür steht PR und ES? Manche Buchstaben stehen nicht gerade. Und es sind zu viele groß geschrieben. Sind die. Werden wir hoffentlich rausfinden. Achso. Ja, ist gut, ist gut. Ich mach's hiermit. Lauter Kürzel und Zahlen. Die Darstellung kenne ich aus dem Chemieunterricht. Das Periodensystem. Die Buchstaben. Mama, Schluss hier. Praseodym. Ein Metall der seltenen okay, Erden. Das kenne ich nicht. Sein Name leitet sich aus den griechischen Worten Prasinos und Didymos her. Übersetzt lauchgrüner Zwilling. Mhm. Oxygenium, besser bekannt als Sauerstoff. Fluor, ein Gas, das vielerlei Verbindungen eingeht. Fluoride sichern den Zahnschmelz und schützen vor Karies. ES. ES. Da unten. Einsteinium. Einsteinium. Ein glänzendes radioaktives Metall. Das kannte ich auch benannt nicht. Zu Ehren Albert Einsteins. So, warte, warte, das war Profess S. Schwefel, ein gelber Feststoff, sehr reaktionsfähig. Im Mittelalter schrieb man seinen Gestank dem Teufel zu. Nochmal O. Oxygenium, besser bekannt als Sauerstoff. Rhodium, aufgrund seines hohen Reflexionsvermögens eignet Radon, sich das Metall das bei der Herstellung Radon. Besonders ja. Scharfer Spiegel. Besonders präzise ist der Mundspiegel beim Zahnarzt. Knack. Chlor. Ein Gas, das stechend riecht und im Swimmingpool Bakterien abtötet. Mit dem Nachteil, dass es die Augen reizt. In hoher Dosis sogar giftig. Argon. Das Edelgas findet Verwendung in der Licht- und Lasertechnik. Energiesparlampen sind mit Argon gefüllt und mit giftigem Quecksilberdampf. Clark. Kalium. Der Name stammt vom arabischen Wort Alkalia für Pflanzenasche, die bei der Entdeckung des Leichtmetalls eine Rolle spielte. Sieh mal einer an. Alle neuen gesichteten Kürzel kommen als Gravur am Hauseingang vor. Ach nee. Und jetzt heißt es schön gerade halten. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch rauskriegen, welche von denen, scheiße, das hätte ich mir vielleicht vorher schon aufschreiben sollen, welche gerade sind. Also das O. Oxygenium, Schwefel, nochmal Oxygenium. Argon. 1, 2, 3, 4. Wie viele Krumme haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krumm sind Praseodym. Und Fluor und Einsteinium und Radon und Chlor und Kalium. 2, 4, 6. Das wäre ein sechszeiliger Code. Ich schreibe sie einfach beide mal auf. Ah, sehr gut. Mensch, just. Kannst du mal von alleine machen. Alle Buchstaben habe ich doch schon mal woanders gesehen. 8, 16. Oh, okay, gut, es sind doch mehr Zeichen, dadurch, dass sie ja auch bis in den dreistelligen Bereich gehen könnten. 8 und 18. 2, 3, 4, 5, 6, das ist auch ein sechszeiliger, ein sechsstelliger Code. Dann gucken wir doch mal, immer schön gerade halten, also 8. Eine Tastatur, um Zahlen einzugeben.
Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Professoren neigen dazu, zerstreut zu sein. Vielleicht komme ich dahinter, wie sich Clark die richtige Kombination merkt. Immer schön gerade halten hängt schief, das triggert dich. Ich vermute, hier spielen die Ordnungsnummern der Elemente eine Rolle. Nein. Ah, doch. 8, 16, 8, 18. Na, wer sagt's denn? Hm. Professor Clark? Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Wo steckt er nur? Und was hat sich hier abgespielt? Das Glas. Die meisten Scherben befinden sich außerhalb des Hauses. Ist der rausgesprungen? Wenn ich alle Fundstücke zusammenfüge, kann ich mir vielleicht ein Bild von der Ursache machen. Mhm. Scherben sichern schön und gut, aber wie kann ich sie mit mir herumtragen, ohne mich zu verletzen? Handschuh oder Handtuch? Okay, wir gucken einfach erstmal hier rum. Guck mal, da ist was. Schade, doch nicht. Peanut Butter. Diese ganzen gebrauchten Filter. Finde ich wirklich ekelhaft. Na, du? Das Modell eines Elasmosaurus. Mhm. Die Art gilt als ausgestorben. Clark wollte nachweisen, dass das Urzeitwesen noch existiert. Zu seinem Leidwesen ist eine Expedition in die Tiefsee sehr teuer. Okay. Jede Menge Tiefseetiere. Ein Kalmarauge aus dem Magen eines gestrandeten Pottwals. Oh, Abdrücke von Saugnäpfen. Professor Clark meinte damals, Tintenfische, die an Walen solche Spuren hinterlassen, könnten über 40 Meter lang sein. Mhm. Darstellungen von Ungeheuern, die Schiffe angreifen, gibt es zuhauf. Meistens handelt es sich um Seemannsgarn. Gebrühter Skaffelpulver ist ein guter Dünger. Klar. Die Wave Dancer. Ein Schiff der Umwelt- und Forschungsorganisation Ocean Ops. Ich erinnere mich, wie Kapitän Jason damals den Kurs ändern musste, weil Professor Clark ein anderes Ziel verfolgte. Der hat das Schiff gekidnappt quasi. Professor? Oh. Nur Kissen. Schläft er in der Hängematte? Das erinnert mich an eine Folge Star Trek The Next Generation, die ich erst letztens geguckt habe. Da schlief der Junge auch immer nur in so einer Matte. Was Professor Clark erwähnte die Sichtung eines Tentakels. Mhm. Soll ich wirklich glauben, hier habe ein Krake sein Unwesen getrieben? Genau, der ist nämlich erst durch den Kaktus gebrochen, durch den Kaktuswald gebrochen und hat sich dann hier am Fenster verletzt. Mhm. Salzwasser und Seetang. Du bist echt eklig. Hast du es echt... Boah, da krieg ich Gänsehaut. Einfach so probiert. Spuren eines Stolperschritts. Ist Professor Clark vor Schreck gegen die nächste Wand getaumelt? Mhm. Okay, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Kein Wunder, dass Clark nervös reagierte. Bei seinem Kaffeekonsum. Ich werde nicht nervös durch Kaffee. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Nee, nicht Wesley Crusher. Das war eine Folge, wo die auf ein außerirdisches Schiff gestoßen sind und einer der Besatzung, also es waren nur Kinder, die halt so ein Training absolviert haben, Jungs. Und Ender's Sohn hieß die Folge. Der Ender hat bei einem Eroberungsfeldzug quasi in einer Sternenflotten-Siedlung halt das Kind mitgenommen, nachdem alle Erwachsenen getötet worden waren. Und deswegen war der Junge, der Menschenjunge, es hängt da unten nur drin, jetzt bei diesen Außerirdischen aufgewachsen. Und der sagte, dass die Matratzen auf der Enterprise seinem Rücken wehtun. Deswegen schlief der in einer Hängematte. Und das habe ich vor gar nicht so langer Zeit gesehen. Das erinnerte mich jetzt gerade daran. Scherben sichern schön und gut, aber wie kann ich sie mit mir herumtragen, ohne mich zu verletzen? Wesley Crusher, mit eines der ersten Kinder, wo ich echt so einen Hass auf Kinder in solchen Serien bekommen habe. Auch der Junge bei Sequest, den fand ich immer ganz furchtbar. Scherben sichern schön und gut, aber wie kann ich sie mit mir herumtragen, ohne mich zu verletzen? Ich weiß, ich brauche etwas. Vielleicht hier. Oha. Was geht da los?
Diethylether. Glaskleber. Oh, wir können das Zeug hinterher wieder zusammenbasteln. Und eine Pinzette. Sieh an. Aha. Ein Klebstoff für Porzellan und Glas. Sequest. Stimmt, die Folge kenne ich auch. Wesley, gleich das Hasskind Nummer 1. Ja, dann war der auch noch so perfekt, ne? Oh. Selbst wenn die mal beim Fehler unterlaufen ist. Oh. Ih, was ist denn das? Das sind aber doch nicht... Das sind doch Präparate, oder? Hm. Gut, dass Peter dieser Anblick erspart bleibt. Oh, wow. Gut, dass Peter dieser Anblick erspart bleibt. Schön. Pinsel. Gut, dass Peter dieser Anblick erspart bleibt. Boah, Justus, hör auf. Eine Tür. Oh, da das Handtuch eignet sich hervorragend, um darin Scherben aufzubewahren. Hat Spaß. Es muss denen doch eigentlich bewusst gewesen sein, dass Spieler sowas machen, oder? Schade, hier kommt nichts. Okay. Oh, und hier ist auch noch sowas. Hier ist so eine Zange, aber die kann ich mir so gar nicht angucken. Okay, dann verlassen wir mal den Raum, oder? Genau, um jetzt hier die Dinger aufzusammeln. Nicht? No, ich dachte, das machen wir so. Oh, shit. Toll. So geht's also nicht. Wie wäre es denn mit, Für Professor Clark scheint... Ich bin eine Künstlerin. Teilweise sind die Szenen oder auch Charaktere komisch gezeichnet. Die rechnen halt nicht mit Holmes geschädigten Redgers. Hey, was erwarten die Entwickler eigentlich? Genau, Bürger, Richtung, richtig, genau das meine ich auch. So, aber jetzt ist die große Frage, was nehmen wir denn jetzt hier, um uns das... Ah, ein Handy. Computer. Hallo, können wir nichts... Das war wohl nicht alles, oder? Pinzette. Sieh an. Sieh an. Was nehmen wir denn hier sonst noch? So eine Feile. Okay. Das war wohl nicht alles. Oh, komm schon. Ist das hier runterhalten? Irgendwas müssen wir noch tun. Oh, da ist auch noch eine Scherbe. Hä? Ach so, ich muss die gar nicht mehr jetzt anfassen? Okay. I see. Okay. So, dann alle 20 Stück. Ich klicke nur so schnell und laut, um das Schnarchen meines Mannes zu übertönen. So, das waren 16. Fehlen noch 4. Da ist eine. Okay. Waren die bis in den Nachbarraum gefallen? Ich glaube nicht, ne? Und hier ist auch nichts hingefallen. Ist eigentlich gut. Da ist noch eine. Noch 2. Am Ende scheitert es immer an 2, ne? Die hier drin sind, können wir nicht nehmen. Die haben die Wahl. Riskieren, dass jemand die Sprüche raushämmert oder dem Spiel damit nerven, dass er sich jeden Spruch komplett anhören muss. Sockenschäfchen hört kein Schnarchen. Echt? Der Ankylo hat da hingemacht. So, war hier jetzt noch was? Das hatten wir schon weggenommen. Ist hier noch was gewesen? Ich
sehe nix. Draußen was übersehen? Vielleicht ganz draußen, ne? Kann ich denn eigentlich nochmal ganz rausgehen? Hier sind noch keine Glasscherben bis hier hingefallen. Das wäre es ja wohl. Glasscherben. Das Modell eines Elasmosaurus. Die Art gilt als ausgestorben. Als ausgestorben. Du sollst es Salz, nicht Wasser und Seetang. Bäh. Ja, ist das doch nicht einfach, du Depp, du. Ich, da. Justus Jonas. Okay, hier ist nix. Das meiste war draußen. Oder ist doch irgendwas gemeint, was hier noch im Rahmen steckt? Nee. Oder hier so? Nee. Boah. Nein, nein. Aber das könnte man auch schön stöhnen. Moment. Vor allen Dingen immer mit dem Schmatzen. Oh Gott, nee, das ist zu obszön. Das lassen wir lieber. Der Mann schnarcht im Hintergrund. Hallo, ich brauche doch nur noch zwei Glasscherben. Nur noch zwei. Sockenschäfchen hopft ins Bett. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Erfolg beim schnellen Einschlafen. Und hab ein schönes Wochenende. Ich bilde mir ein, dass er schnarcht. Nein, das bilde ich mir gar nicht ein. Ja, Glasscherben. Die sind aber wieder gut versteckt hier. Glasscherben. Nein. Hier an der Tür auch nicht. Hier in der Tür. Oh, ich kann ja raus. Hier sind die beiden fehlenden Scheiben. Yeah. Die Glasscherben sind im Handtuch gut aufgehoben. Wo lassen sich die Bruchstücke am besten zusammenfügen? Natürlich im Labor, würde ich sagen. Die Möhre sieht aus wie ein angespitzter Holzflock. Ja, ist mir auch schon so untergekommen. So, machen wir das hier. Tara, räum mal ein bisschen frei. Dann will ich mal die Bruchstücke zusammenfügen. Wir haben irgendwas drauf. Sollen das Saugnäpfe sein, die jetzt hier drauf sind? Eieiei. Aber, oh Gott. Oh je, okay. Da haben wir einen Fingerabdruck. Oder eine Hand vielleicht sogar. Können wir die Sachen auch noch drehen? Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Oh nein, wirklich. Oh, und wir haben hier irgendwie in der Mitte so diesen Crack, ne? Könnte ja dann irgendwie so hinkommen. Ach so, Moment. Es könnte Daumen sein. So. Ah, ja, so ist gut. Und dann der hier da drauf. Okay, könnte gut hinkommen. Oh, wir haben zwei Hände. Verdammt. Oh no. Ah, ob das so hinkommt? Dann könnte das der Daumen sein, oder? Hier so vielleicht? Und da ist die andere Hand. Müsste dann hier so hinkommen. Yep. Ah, aber das Ganze muss jetzt eigentlich auch noch irgendwie nach richtig geschoben werden, ne? Und da haben wir hier noch was drunter. Da sind Finger drauf. Die werden dann wohl hier hingehört? Nee. Oh, verdorie. Hier vielleicht?
Ja, so gehört das hin. Fingerspitzen. Hier hin. Ha. Und dann habe ich auch endlich den Anfang. Yeah, alles klar. Super, das erste Teil richtig platziert. So, wie war das? Du gehörst hier hin. Und du gehörst dann hier hin. Sehr schön. Und du gehörst dahin. Dann finde ich jetzt die anderen Teile hier bestimmt teilweise auch richtig einfach. Nämlich hier so. Moment. Eins, zwei, drei. Du kommst dahin. Das ist der. Aha. So, das ist der hier. Hier unten ist es irgendwie so ein bisschen heller, ne? Ich glaube, der gehört dahin. Jupp. Und der innen andersrum. Sehr gut. Eigentlich reicht das ja schon. Ich habe ja zwei komplette Fingerabdrücke schon. Aber naja, das Spiel will halt, dass ich noch ein bisschen mehr mache. So, das dann noch. Und das. Das. Flupp. Flupp. Und. Flupp. Sehr schön. Damit hätte ich einen Großteil der Scheibe komplett. Ich erkenne tatsächlich Spuren von Saugnäpfen an der Außenfront. Aber war jetzt ganz Abdrücke kurz von die Musik. Clark innen. Ergo, ein Tentakel hat zu Clarks Erstaunen an der Scheibe angedockt und sie zerstört. Mhm. Ich glaube nicht an einen wandelnden Riesenkraken, der an Land ich Leute erschreckt. Entweder hat sich jemand mit Clark einen Scherz erlaubt, oder Clark führt mich an der Nase herum.